Überraschung! Hey, liebe Fupperfreunde! Ja, es ist, glaube ich, die Woche der Unpackings, wobei dieses Video absolut ungeplant ist und eigentlich sollten wir uns erst morgen wiedersehen im Wochengeblubber. Aber jetzt habe ich ein Paket bekommen. So groß ist es, es ist riesig. Und mit diesem Paketinhalt macht mich die liebe Sascha schon seit einiger Zeit richtig, richtig fertig. Ja, sie sagt mir immer, oh, ich habe eine Überraschung für dich und eigentlich wollte sie es mir letztens schon geben, aber jetzt hat sie es mir zugeschickt und ich kann jetzt einfach nicht mehr warten. Die Bedingung war, dass ich das Paket vor der Kamera auspacke und das wollen wir jetzt machen. Deswegen seht ihr jetzt ganz außer der Reihe einfach nochmal ein Unpacking diese Woche. Ich hoffe, es ist euch nicht zu viel, ansonsten macht aus, wir sehen uns morgen wieder. Aber ich glaube, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Schon allein aufgrund dieser tollen Verpackung. Moment, ich muss mal hier die Adressen zuhalten. Seht ihr das? Da hat die Sascha Buchseiten auf das Paket geklebt. Total außergewöhnlich, total toll. Ich bin hin und weg. Ich habe davon auch ein Foto gemacht. Das könnt ihr euch bei Instagram anschauen, wenn ihr möchtet. Nochmal in Nahaufnahme. Aber jetzt hält mich nichts mehr. Ich muss dieses Paket öffnen. So. Ich liebe ja Überraschungspakete, Überraschungen im Allgemeinen, wenn ich damit umgehen kann, ja. Aber so Überraschungspakete sind immer der Wahnsinn. Ich bin ja so gespannt, denn die Sascha meinte, ich kann auch parallel dazu schon eine Verlosung ankündigen. Also ihr Lieben, ich denke, es wird demnächst eine Verlosung geben. Aber wie mache ich jetzt dieses Paket auf, dass ich diese tolle Deko nicht kaputt mache? Warte mal. Ich reiße die jetzt hier mal vorsichtig auf. Also lass mir hier den Abkratzstempel weg. Zack. Und dann gucken wir mal. Das ist ja echt Wahnsinn, ne? Das heißt ja, ich muss das kaputt machen, ne? Zumindest so ein bisschen. Ja. So klebte das auf dem Paket drauf. Das ist der helle Wahnsinn, oder? Eine ganz, ganz, ganz bezaubernde Idee. Puh. Leute, ich bin jetzt gerade richtig nervös. Oh Gott. Ja, es ist noch nicht ganz auf, aber gleich. Puh. Sascha hat noch was von zwei Paketen gesagt, die hier drin sind und ich soll erst den Brief lesen, dann das erste aufmachen und dann das zweite. Also bis jetzt sehe ich noch nichts. Ihr könnt auch mal einen Blick reinwerfen. Puh. Ey, und ich hoffe, dass ich nicht wieder in Tränen ausbreche. Ihr müsst ja echt denken, ich bin eine totale Heulsuse. Okay. Was ist das? Also hier haben wir einmal einen Brief. Und ich glaube, der ist an mich gerichtet. Für die blubbernde Anka. Okay. Dann gucken wir da doch mal rein. Das Erste, was mir entgegenfällt, ist die TARDIS. Ich bin jetzt seit zwei, drei Wochen erst auch total im Doctor Who-Fieber. Sascha ist natürlich auch ein riesen Doctor Who-Fan und galaktische Lesestunden, Sascha's TARDIS. Sehr geil. Jetzt habe ich ein TARDIS-Lesezeichen. Total toll. Ja, cool. Das ist sogar von... Ah, da seht ihr sogar, wenn ich es ganz dicht dran halte, die Blogadresse von der Sascha, weil Sascha's Blog heißt ja Sascha's TARDIS, ist auch so ein bisschen an Doctor Who angelehnt. Toll. Okay, ich freue mich schon mal sehr über das Lesezeichen. So, und jetzt gucken wir mal, was in diesem Brief steht. Hallöchen, liebe Anka. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ja, nachträglich, ne? Ich bin so dankbar, dich herzensguter Mensch kennengelernt zu haben und möchte dich auch nicht mehr missen wollen. Oh, ich möchte dich auch nicht mehr missen wollen. Ich fand es so, so toll, dass du letztens hier warst, Sascha, und wir die Möglichkeit hatten, uns einfach nochmal näher kennenzulernen. Und ja, schon alleine diese wenigen Stunden haben mir gezeigt, dass du ein ganz, ganz besonderer Mensch bist. Bleib unbedingt genauso, wie du bist und lass uns auch weiterhin mit vielen tollen Blubberstunden an deinen Ideen und Leben teilhaben. Alles Liebe for you. Danke. Alles Liebe auch for you. Jetzt, liebe Anka, darfst du sehr gerne dein Geburtstagspäckchen mit
Schmackes auspacken. Danke für alles und hab für all deine weiteren Ziele eine schöne Zeit und viel Erfolg, die ich ganz fest drück. PS, die Metapher zu deinem Geschenk kennst du ja. Hab dich lieb. Okay, das... vielen Dank für deine super süßen Worte, Sasja. Danke, echt. So, und jetzt haben wir hier drinne. Okay, das ist schon mal Päckchen Nummer 1. Ich stelle den großen Karton mal auf den Boden. Ihr seht, Päckchen Nummer 1. Sally kommt im Restaurant. Okay, Moment, lass mal kurz gucken. Das ist ja cool. Kein Film, keine TV-Serie, kein Buch und auch kein Musical über die Titanic wird jemals gut ausgehen. Er findet Nemo. Also es hat sie total süß geklebt hier. Einmal, ihr seht das. Großartig, ich liebe ja sowas. Ich habe ein bisschen Angst, das jetzt aufzumachen. Aber wir machen das jetzt mal gemeinsam. Ihr seid ja da, ne? Oha! Oh mein Gott! Schaut mal! Oha, ist das schön! Ich habe eine eigene Blubbertasse. Für mich als erstens Tassensammlerin, dann als Kaffee- und Teesuchti ist das natürlich ein optimales Geschenk. Das ist ja der Hammer. Einmal mein Blog-Logo drauf, mein Banner und dann einen meiner absoluten Lieblingssprüche. Mach jeden Moment zu einem Lieblingsmoment. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Sasja, danke, 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 danke. Ich habe meine eigene Blubbertasse. Genial. Total genial. Und ich habe eine zweite Blubbertasse. Sasja, du bist total verrückt. Ich ahne so langsam, was du vorhast. Du willst dich auf ein Kaffeekränzchen bei mir einladen, oder? Okay, du bist an dieser Stelle auch herzlich eingeladen. Wow, wow. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich habe echt eigene Blubbertassen. Yay! Wie geil ist das denn? Gut. Wir haben noch ein zweites Päckchen. Planeten zurück ohne seinen Leib. Der Prinz kehrt zu seinem Planeten zurück ohne seinen Leib und der Erzähler wird aus der Wüste gerettet. Na, woraus ist das? Erkennt ihr es? Ach Gott, das ist ja großartig. Das ist echt so großartig. Die Gefährten treffen sich mit den Ents, reisen nach Rohan und gelangen tiefer hinein nach Mittelerde. Der Krieg der Welten 2 beginnt. Na, woraus ist das? Wow. Gut, dann machen wir auch dieses Päckchen auf. Wenn es denn geht. Ja. Ja! Damit können wir nämlich die Tassen füllen. Mit der kleinen Sünde. Yes! Tee, der ist echt lecker. Vanille Heidelbeer, das ist für mich ein richtig schöner Wintertee. Im Sommer trinke ich den nicht ganz so gerne. Wobei, ich habe ihn noch nie kalt probiert. Sollte ich mal testen in meiner neuen Blubbertasse. Yay! Ich meine, das war nicht der einzige Tee. Schaut mal, da ist noch eine Tasse drin. Und die ist von Sasja. Wie toll, wie toll, wie toll. Wie toll. Wir haben beide
eine Tasse. Wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, ne? Oh man. Warte mal, das ist jetzt ein bisschen, da muss ich nochmal drüber wischen. Aber ist das nicht eine hammercoole Idee? Ich sag's ja, am liebsten würde ich jetzt echt direkt losfahren zu dir und dich einfach ganz doll drücken. Du bist der Wahnsinn. Und, oh, ganz, ganz toll. Hier ist noch ganz viel Tee drin. Ganz, ganz, ganz viel Tee. Habt ihr den schon mal probiert? Diesen persischen Granatapfel, der ist klasse. Der schmeckt wie Pfirsicheistee. Also müsst ihr unbedingt mal probieren. Was haben wir hier noch? Kamillentee. Ich bin auch ein totaler Kamillentee-Freak. Ich liebe Kamillentee. Wow. Ich würde sagen, die Überraschung ist mehr als geglückt. Liebe Sasja, du bist echt verrückt. Das hat sich jetzt gereimt, ne? Vielen, 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 vielen Dank. Und ich denke, was die Tassen anbelangt, werden wir uns nochmal in Kürze bei euch, lieben Blubberfreunden, melden. Ja, das war's. Das war mein kleines, überraschendes Zwischendrin-Video mit wunder, wunder, wunder tollen Geschenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut zum neuen Wochengeblubber. Bis morgen. Ciao.